Hi! Da sind wir wieder. Das war random. Ich weiß, dass das random war. Ich wollte mal was random einbringen, weil random random ist. Weil wir das so selten tun. Das Ende ist nie random. Dritten Mal. Echt? Dritte Mal schon? Ja. Einmal hast du das geplant, einmal habe ich das geplant. Und jetzt planst du das nochmal. Yo. Ja, meine Planung war von Anfang an mies, also. Hey, Han. Oh. Gut, du hast dir was dazu überlegt. Hust, hust. Hey. Etwas, ja. Ich habe mir Wiki mal ein bisschen durchgeguckt. Was so die stärksten Tower sind und so weiter. Mir die Map mal vor Augen gelegt. Guck, wie man das aufbauen könnte. Mhm. Ja. Die Verstärkungen. Ja, auf jeden Fall mal Phoenix mitnehmen. Phoenix. Jawohl. Phoenix. Der Rest ist, glaube ich, eben selbst überlassen. Ein Stück weit. Ja, also Scharfschütze und Insta wieder kehren wieder. NG nehme ich. Ja. Wahrscheinlich keine müsstet ihr jetzt nehmen. Wobei, diesen stabilen Kern können wir ja rauslassen. Ist ja eh nur eine Welle. Instabiler Kern habe ich immer drin, also. Ja, instabiler ist ja okay. Der macht ja Schaden, aber der stabile nicht. Der regeneriert den Kern, ja. Und was vielleicht nicht schlecht wäre, wäre irgendwas, um den Schaden von Towern zu erhöhen. Hat er schon drin. Zum Beispiel Ingenieur. Ja. Demon hat Engie drin, ja. Dann nehme ich Expositionsladung mit. Das. Ja gut, das stimmt. Aha, ja. Ich würde, glaube ich, noch irgendwas haben. Was habe ich drin? Ich könnte Scharfschütze austauschen gegen etwas, was vielleicht allen mehr Sinn macht. Mal kurz gucken. Gleich eine Explosion. Hatte ich auch gerade überlegt gehabt, ja. Also es werden einige kleine kommen, ja. Das und ich meine, die werden alle nicht viel Schaden machen, weil die eben klein sind, aber ich meine... Oder verlangsamende Präsenz, das wäre natürlich für Simon auch geil. Mhm. Mein Gast hat 20% bei Bossen, wenn du die hinterherziehen musst. Das hat schon was. Aber halt, du bist halt der Einzige, wo es wirklich Sinn macht, hey, schau mal, ich muss auf Nähe irgendwas tun. Jo, nehme ich hier verlangsamte Präsenz statt gegen jede Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, Waffenschaden weiß ich nicht, so viel mache ich da glaube ich auch wieder nicht. Das ist wirklich eher Türme. Klar. Also soll ich jetzt gleich eine Explosion mitnehmen, oder? Jo, mach mal. Jetzt habe ich... Was, glaube ich, bei Markus mehr Sinn machen würde. Ich überlege gerade noch. Schließlich, wenn du deinen Schaden ja in so großen Brocken austeilst, ist es wahrscheinlich dafür, dass du einen Kill machst. Mhm. Es geht nicht um den Kill, es geht ja auch nicht nur, wenn dein Gegner getötet wird. Wenn derjenige, der den Perk hat, den Gegner killt, dann ja. Dann sollte das da auch stehen, meine Güte. Ja, nee. Aber ich habe keine Plätze mehr frei. Ich habe Phoenix drin, Expositionsladung und schockierende Erkenntnis für den Kern. Ich überlege gerade, ob ich einfach Überlastung nehme oder so. Könntest du auch, ja. Aber es ist halt wieder in der Nähe. Also Türme. Wobei brauchen wir ja gar nicht. Haben wir ja alle Türme. Bis auf die Gauss aus irgendwelchen Gründen. Und den Fokus haben wir auch nicht mehr drin. Wobei die Frage ist, ob die Türme auch was bringen. Naja, hauptsächlich wenn wir Streulaser und Amps benutzen, die machen am meisten Schaden. Doch, ich nehme die Überlastung mit. Also, ich finde, der Fokus, da steht ja, wird stärker, wenn er länger auf selbe Ziel gerichtet ist. Das wird was? Da selten passieren. Bosse. Wenn man den Fokus einfach immer auf den stärksten fokussiert und der dann die Bosse anvisiert? Eben. Das wäre eine Idee wert, ja. War nur Gedankengang. Ja klar, ich habe eh nicht erwartet, dass wir es beim ersten Mal schaffen. Also probier mal ruhig mal durch. Vielleicht ist es besser. Also wer nimmt den Fokus mit? Den kann ich mitnehmen, den tausche ich dann gegen den Minenspender aus. Okay. Und den werden wir eh nicht brauchen. Minen können wir nicht brauchen, eben. Dann habe ich dabei Gatling, Raketenturm, Fokus und Kairos. Ja, wieso habe ich das eher als japanisch, also pseudo-japanisch ausgesprochen? Keine Ahnung. Kairosu. Kairos. Kairosu. Ja. Kairosu. Okay. Kairosu. Streulaser, Blitzschlag, ACP und Drohnenturm. Yo. Ja. Ich habe ganz normal die Kanone, Streulaser, Blitzschlag und Amp. Okay.
Ich hab alle noch, ich hab alle noch die Tesla, ich hab ja den, die MP. Ich weiß nicht, ob die mir lieber ist als die Tesla oder nicht. Ich war jetzt einfach mal so frech und bin schon rein. Ich bleib mit meiner Tesla. Ja, ich bleib auch bei der Tesla, die hat, So, spawn ich diesmal oben, vielleicht. Ich spawn oben auf jeden Fall. Also ich bin auch oben. Ich weiß nicht warum, aber ich spawne wirklich unten, immer. Keine Ahnung. Boah, ewig nicht mehr hier in-game gewesen. Ja, seit der letzten Aufnahme, die ist jetzt... ein Monat her, anderthalb. Circa. Ping-Anzeigen funktioniert nicht. Doof. Und ich meine, Alt liegt auch auf der Ami-Tastatur an derselben Stelle, ne? Oder? Ich glaub, Alt liegt auf derselben Stelle, ja. Schon, ja. Gut, Markus, dann kannst du hier... Ach, du konstruierst schon. Das ist ja effizient, effektiv und schnell. Ja. Natürlich. Und zwar... noch dafür, den Kern hier langsam wegzurollen, aber gut, was soll's. Den was? Den Kern hier einfach wegzurollen, aber was soll's. Gut. Weil... Warte, hat das Spiel irgendein Update gehabt? Nein, ich glaube nicht. Warum? Weil ich jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Türme passieren will, bei mir jetzt neben dem Bauen das Wort Left Mouse Button als Taste, die ich verwenden soll, angezeigt wird. Ja, das war schon immer so. Echt? Hm. Bei mir nicht. Bei mir nicht. LMB steht bei mir. Das kann sein, aber bei mir steht wirklich als ganzes Wort Left Mouse Button. Ach so. Bei mir steht auch LMB. Ja, stimmt, das steht bei mir eigentlich auch. Deswegen also. Ach! Es könnte daran liegen, dass ich. Moment, ich geh mal kurz in die Optionen. Ich habe nämlich aus Versehen, als ich das letzte Mal in der Steuerung war, nämlich die linke Maustaste neu zuweisen müssen und vielleicht hat er deshalb den ganzen, das ganze Wort jetzt. Ich darf auf Zurücksetzen klicken vielleicht, das sollte einfach alles, weil ich habe doch alles auf Standard, oder? Nachladen, R, bla, 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 wird noch 12-mal zurücksetzen, zurück. 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 Nein, ich habe nicht gerade in den Aufnahmen die Lautstärke angepasst, habt ihr euch alle nur eingebildet. Jetzt steht hier wieder LMB, ja. Ach, wir fangen hinten an, okay. Ja, weil dann haben wir mehr Platz, um mit den Bossen zu handeln. Ah ja, klar. Na wirklich diese ganz normalen Standard-Trenchen und nicht irgendwas, weiß ich nicht. So um Ecken und Kurven. Ja, das ist wegen der Amps. Das macht keinen großen Unterschied. Glaube ich auch nicht. So ein Zickzack-Pattern ist eigentlich immer noch eins der besten Muster für Tower Defense. Okay. Halt bis auf Rhinos, die schneller werden, wenn sie gerade ausrennen können, aber ich glaube, die sind unser geringstes Problem hier. Ja. Nee, ich meine nur, weil so kriegen wir ja mit einer Amp 8 Türme verstärkt. Auf volle Leistung. Und das waren irgendwie 12 beim letzten Aufbau. Ach, was soll's. Wir haben das Geld, ja. Ich liebe es, ja. Ich gehe einmal hinter diesen Berg und darf mich sofort selbst umbringen, weil ich nicht mehr aus der Ecke rauskomme. Weil mich nämlich irgendein Stein am Boden, so ein Kieselstein hat sich in meinen Schuh reingedrückt und mit dem konnte ich einfach nicht mehr aufstehen. Weil man weiß es ja, es gibt nur eine Sache, die schlimmer ist als, keine Ahnung, ins Knie geschossen zu werden. Nämlich? Auf ein Lego zu treten oder so. Ja. Hättet ihr schon mal auf ein Lego getreten? Wenn nicht, dann habt ihr ein Problem. Ja, dann werden wir hier oder so mal anfangen, Tower zu bauen. Jo. Ja, ich da ja vorne überall zerklopfe. Ich glaube, wir bauen nur auf den letzten drei Lanes, oder? Also hier auf den letzten drei Wänden. Ja, ich weiß nicht, ob das dann nicht vielleicht schon zu spät ist. Wir sollten die mittleren reinnehmen am ehesten, oder? Hm? Also praktisch. Ja, das ist Käse. Keine Ahnung. Quark. Ich hab zu lang. Bitte nicht. Ich hab zu lang nicht mehr Sanctum gespielt, als dass ich hiervon noch irgendeine Ahnung hätte. Sag mir aber Bescheid, was ich hinsetzen soll, und ich mach das. Okay, ja, erstmal hier ein bisschen schauen. Hier ist vielleicht eine Ampel. Okay. Nein, Simon. Ich hätte eigentlich mal das Text-to-Speech-Ding die Ansage machen sollen, egal.
Nein, das ist A leise und B doof. Kannst du verstärken. Was ist nochmal die Max-Range bei Amps? Knapp über 2 Blöcke, glaube ich. Aber da sind wir wieder. Jetzt bin ich zufrieden. ja, knapp über 2 Blöcke müsste es sein. 2,25 oder so. 2,08. 08, okay. Ach nee, das ist ein Blitzturm. Ja. Oh Mann, ey. Ja, ich hab schon gedacht. So. Man merkt das. So, hier könnte der Ampelposten sitzen. Blitzturm? Das hat bestimmt seinen Sinn, ich sag's ihm nicht. Er setzt noch einen Blitzturm. Gut, vielleicht ist das schon so eine Art Meter. Uch, das sind ja Blitztürme. 2,75, okay. 75, okay. Also knapp unter 3, okay. Okay, dann kriegen wir aber mehr als 8. Ja, passt. Soll ich mal so in die vorderste Reihe irgendwie. Ach, die 8. Der Fokus hat, geht ja auch nicht ewig. Aber so irgendwie hier neben so einem Amt einen Fokus gleich hinsetzen auch noch? Ja. Soll ich ihn hier vorpacken? Also hier so etwa hin, oder? Also eigentlich da wo ich hier Simon steht? Also da? Ich weiß nicht, wie groß ist denn seine Range? Also wenn ich die hier hin platziere, geht die bis vorne zu den beiden einzeln stehenden Plattformen. Wenn du ihn. Ich kann sie einfach platzieren, ist ja egal, weil ich noch nicht so viel abbauen. Dahin. Sag mal, stacken die Ampel-Effekte jetzt eigentlich oder nicht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass nein. Nee, ich glaub nicht. Okay. Gut, können wir uns ja das am Spam auch sparen. Ich muss mal kurz den Fokus auf. Das Ding ist halt auch, wenn der Fokus so weit vorne steht, dann wird der mit als erstes abgerissen. Der steht nicht so weit vorne. Ja, steht am weitesten vorne von euch. Ach, wir wollen hier in die Reihe nichts mehr hinsetzen, anscheinend. Okay. Nö, die letzten drei Reihen ich ja vorgeschlagen gehabt. Dann kommt der Fokus dahin. Also dahin. Ja, die Streulaser haben halt auch eine riesige Range. Deswegen wollte ich die nicht noch weiter nach hinten platzieren. Haben eine große Range, ja. Ist die Frage, machen Raketentürme Sinn oder sind die eher mies? Ich glaube nicht. Also entweder sie, oder, ich glaube nicht. Sind sie nicht gut oder sind sie nicht schlecht? Das ist die Frage. Eben. Nicht gut würde ich jetzt spontan sagen. Wollen wir in die ersten Reihen oder vielleicht viel langsamer sitzen oder so? Ja, wenn wir am Ende noch was übrig. Ne, werden wir nicht haben, okay. Ich wollte dieses Teil hier auch. Okay. Das jetzt. Ist overcharge ich gratis. Ah. Pause wieder. Wer hat das Teil schon geupgradet, was ich gerade upgraden wollte? Das ist der von euch. Ihr seid alle doof. Nein. Okay, nur Simon ist doof. Vergessen. Nur Simon ist doof. Ich hätte es nicht vergessen. Ich habe doch drauf geschaut, meine Güte. Die ganze Zeit. Lass mal symmetrisch machen. Bau mal hier auch noch einen Fokus hin. Ja, ich. Ja, gut, mach. Hast du die. Auch noch einen Fokus, okay. Nicht ja. Winkel, sondern. Meiste Gesundheit. So. Genau, meiste Gesundheit. Gut, dann haben wir noch 4 Türme offen. Die können wir alle noch in Amp-Radius stellen. Vorschläge? Vielleicht sagen Blitzturm vielleicht doch was? Slower? So, wäre nicht schlecht, ja. Wäre eine Idee. Weil bis jetzt... Na wohl. Ja, sagt mir wohin. Das ist halt die Frage, ist das hier vorne... Theoretisch wäre einer etwa... Also, wenn die in dem Bereich geslowt werden, was ich... Es ist eigentlich egal, wo die geslowt werden, weil wir haben nur Sachen, die ewig weit schießen. Ja. Also wäre eigentlich mal Gedankengang, dass man den theoretisch hier in die Reihe davor setzen müsste oder in die Reihe dahinter. Weil auf dieselbe Reihe ist ein bisschen schwer. Ja, die ist schon voll ausgelastet. Na, da hinten ist noch was. Ist ganz da hinten. Da hinten, ja, aber das ist nicht mehr Ampradius, glaube ich. Ja, ist es auch nicht. Also ich habe eigentlich, wäre mein Gedankengang, dass man praktisch einen dahin stellt zum Beispiel. Also dahin stellt zum Beispiel. Ja, das zieht. Wenn man unbedingt will, kann man eben an denselben Punkt hier auch einen hinsetzen, theoretisch, wenn man will. Die Frage ist halt, ich glaube nicht, dass die von
dass Bosse von denen geslowt werden. Aber der ganze Kleinkram, der dann ja von den Streulhäusern erledigt werden wird und das ja, ist dann besser. Dann haben wir wieder das Thema, warum stellen wir es nicht hinter? Weil dann wird es nicht so eher zerstört. Ich meine, wir müssen damit rechnen, dass ziemlich viel kaputt geht. Ich habe jetzt ganze Teil abgebaut. Moment. Gut, von hinten haben halt weniger geslowte zweite Reichweite. Weil sie erst später. Ich wollte gerade sagen, erst später. Also es macht keinen Unterschied, wenn die eh nur in dem Bereich geslowt werden, wo die stehen. Also. Naja. Wenn das exakt keinen Unterschied macht, kann wir es auch exakt irgendwo hinstellen. Ist gut, dann machen wir es halt hinten. Ja, wo du hattest. Ja, wieder so. Genau bei den Amts oder so. Eben, beide oder nur einen? Ja, hier, ja, wenn schon mal nochmal einen. Könnt ihr den einen schon mal upgraden? Dabei bin ich gerade fertig. Gut, dann haben wir noch zwei Türme. Was machen wir mit denen? Na, wir haben noch drei. Drei, ja. Okay. Vielleicht noch Blitztürme oder so? So AOE-schadenmäßig? Ja, wäre nicht schlecht. Mal schauen. Oh. Hätte ich noch einen Amp? Ich glaube nicht. Die sind neben den Slowern noch im Amp-Radius und gegenüber. Na ja, gut, dann müssen wir die halt da setzen. Anders. So. Ansonsten hat man halt noch. Haben wir ein SCP da oder? Ich habe ein SCP hier, ja. Das ist die sind so laut. Ich weiß, dass die laut sind, aber es ist halt, ne? Machen sie denn eigentlich überhaupt nennenswerten Schaden? Wir müssen mal wissenschaftlich ermitteln. Über die habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, über die ACPs. Ich grade schon mal die Blitztürme auf. Die machen sehr wenig Schaden. Dann lassen wir die raus. Sehr, sehr wenig. Das ist praktisch der dritte Turm, den man kriegt oder so, also stimmt schon. Ja, Blitzturm ist der zweite. Hä, warum da hinten noch ein Blitzturm? Der ist gar nicht mehr in Range. Ich, okay. Und da hinten macht er auch wenig Sinn. Da erwischt er nur eine Wave. Also eine Line. Ja. So, einen Turm können wir noch setzen. Einfach nur. Aus Theorie hätte ich jetzt eine Gauss mitgenommen und irgendwo da hinten eine Gauss hingesetzt. Das wäre nicht schlecht gewesen, aber ich habe keine Gauss dabei. Normalerweise war ich ja immer der, der Gauss dabei hat. Ja, ich habe keine dabei, weil du immer dabei hast. Kann ich nochmal rausgehen? Glaub nicht. Nee. Also nicht mit geänderten Sachen auf jeden Fall. Was haben wir noch zur Verfügung? Was wir noch nicht gebaut haben? Also ich habe einen Raketenturm, wie gesagt, nach der. Ein ACP. Raketenturm vielleicht am Kern? Können wir machen, klar. Moment. Der macht dann gut Schaden da. Ja. Kannst du ihn auch hier hinpacken, dann müsste er noch verstärkt werden hier. Ja. Warum nicht? Also hier dann. Übrigens, ich merke gerade, jetzt, wo diese ganzen Effekte hier sind, kriege ich gerade kaum Frames hier. Boah. Deswegen stehe ich immer ein bisschen außen. Ja, perfekt, er erwischt den Kern und mehr als die Hälfte. Heiße Gesundheit. Jo, wunderbar. Okay. Restkohle. Oh, kurz einen Moment. Meiste Gesundheit. Die Ziele sind eh egal. Aufwerten natürlich die Amps, oder? Amps, ja. Dass wir es ungefähr gleich machen, wäre nicht schlecht. Ich packe jetzt die mal so. Ihr packt beide rein, ich gleiche das möglichst aus. Packt einfach euer Ganz rein. Okay. In beide. Okay. Und dann kann ich ausgleichen. Markus? Wahrscheinlich schon 86. Wie viel hast du jetzt? 86. 86, okay. Beziehungsweise kompletten Wiederverwertungspreis von 3245. Ja, 86,9 hast du hier drauf. Ich hab 114. Gut, dann packe ich erstmal bei ihm noch was rein. Also erstmal auf 114 den hier hoch. Habe ich hier 134 drauf? Geht. Ich schätze 140 ist dann nicht schlecht. Dürfte hinkommen. Nee, nicht einmal. Jetzt habe ich hier exakt 134 und hier drüben habe ich wie viel? 134,3.
Great. 38. Wo so exakt müssen sie es aber auch nicht machen. Ja, pump einfach rein, passt, perfekt. Okay. Ich muss jetzt irgendwie. A, muss ich nah an Gegnern sein eigentlich, wegen dem Blitzschaden, den ich habe. B, muss ich weit weg sein, wegen den Frames, meine Fresse. Ich geh mal die Grafikeinstellungen runter, meine Güte, so leid es mir tut. Gerade auf diesem Level brauche ich flüssige Frames, die kommen gleich nach 12.683.000 Gegnern. Was für eine schöne Zahl. Ja, ich will in die erweiterten Einstellungen, Sanctum. Schön, dass du mir nicht... Ich hab alles auf niedrig, was ist los mit dem Spiel heute? Okay, ich schätze, der Rest dürfte klar sein. Immer auf Bosse fixieren. Den Rest, den wird schon erledigt, hoffentlich. 12 Milliarden, 280.000. Ich mag diese Funktion, seit ich sie gefunden habe. Ich hasse dich, wenn du es noch ein... Okay, nicht erst wenn, sondern ich hasse dich auch so schon, aber wenn du es noch einmal machst, dann komme ich vor dich Haustür und hau dich vor dich Haustür. Weil du auch weißt, wo meine Haustür steht. Dann hole ich dich vor meine Haustür und schlag dich da. Oder so. Markus? Ja, ne? Bosse fixieren. Was? Ach, wir sind schon bereit. Okay. Angst. Ist das der Boss? Nein, ja. Bestimmt nicht. Ach. Und vielleicht die Fliegerviecher auch fixieren. Ah, ich sterbe schon fast wieder. Ich bin langsam. Ach richtig, wir hatten so einen ewig langen Weg zum Spawn. Also vom Spawn zur Lane. Kein LOL-Jargon. Nein. So, ich lane. Nein. Aber doch die Laser gibt. Da hätten wir es gar nicht in die Zeit gehabt, egal. Boss, Mann. Schweberboss, der ist gemeint. Direkt drauf oder kriegst du ihn alleine hin? Ich glaube, einer sollte sich ja auch um die Bobbleheads kümmern. Also, mach wieder ich. Ich gebe mir Mühe, es zu tun, sagen wir so. Kann man sich nicht schnell bewegen oder den Spawn vielleicht sogar versetzen. Die umdreht, kann ich hinten reinballern. Okay. Ich habe hier einen Wackelkopf auf vollem Leben gerade. Oh, das ist ja, das ist schlecht. Bin an ihm dran, so ist nicht. Bin ihn am Kern. Wackelkopf auch gleich am Kern. Okay, stopp. Schon wieder. Yeah. Da
Dann mache ich jetzt meinen Wackelkopf weg. Ich habe die Königin gekillt in der Zeit. Okay, dafür haben wir jetzt den Kolossus. Ja, das zerstört der Kerl. Mhm. Oh ja. Das ist eine Art auf mich. Hab seine Art auf. Und schon der nächste. Das ist doch nicht so krass. Hat seine Akku nicht mehr. Ja, der ist tot. Und der Akku ist tot. Okay. So, nächster Boss. Jetzt kam. Was kam jetzt? Ich hab noch so einer. Nee, Der Schießer. Der Kolossus-Schießer. Das ist davor, war nicht der Kolossus. Versuche mich als Meat Shield hier hinzusetzen. Da ist was am Kern. Ach, stimmt, naja. Ja. Kannst du dich mal drum kümmern? Ich bin hier am Kolossus. Oder eben drin eigentlich sogar. Ja, ich kümmere mich drin. Es sind aber zwei Wackler, das wird schwer. Ist gut, ich bin gleich da. Wieder gestorben. Der Kern ist auf fast half. Echt? Ja, das ist kritisch. 2200 einfach. Genau, du lässt das mal besser, kann das sein? Ich glaub nicht. Doch, lass es mal bei mir besser. Du sprinte schon. Oh. So, komm jetzt weg. Und gleich noch ein. So, und noch einen. Gut. Und Boss. Der nächste. Oh, ist das? Das ist. Das ist, das ist, das ist. Wer denn? Jetzt guck doch mal deinen Hintergrund. Ah, hübsch. Keep moving. Schieß mal die Kugel. Kolossus ist schon tot. Schon? Ich versuche mir gerade die Patriarchen-Aggro zu krallen. Kern 1300. Da sollte sich mal jemand drum kümmern, der wird schon wieder attackiert. Ich bin ja auf dem Weg. Wir haben drei Bosse am Spiel. Weberkönigin ist fast tot. Was ja, der Kampfläufer wird ist gut aufgehalten. Ja, der kriegt auch massiv Schaden durch die Türme. Nein, jetzt ist er Türme. So, der Kern ist wieder sicher mit 415. Das heißt, hier darf jetzt nichts mehr durchkommen. Ich warte gerade darauf, dass er sich umdreht. Aber der Patriarch wird nicht mehr umdrehen. Der ist gleich bei dir. Da ist noch einer, Kolossus. Der ist verloren. Der Königin ist weg. Und der Kolossus schießt gleich wieder. Passt doch alles, es lebt nur noch ein Koloss. Warte, ich hole den mal oder auch nicht. Scheiße. Ich glaube, das ist der letzte. Bin mir nicht sicher. Ich glaube auch, ja. Also ich muss meine Waffe wechseln. Ah. So. Fokus. Fokussiert er dich? Nein. Unsere Foki. Fokussiert dich. Gut so. Du stehst da rechts. Jo, wir standen da alles nicht. Nö, ich nicht. Ja, mir geht's prima. Wir beide. Na komm, schau mich an. Hallo. Die wir einfach gleich schnell sind, meine Güte. Alter, der ist verdammt nah. Ja. Ach, bevor sich der schießt. Das wird schade. Ja, Michi. Wenn er denn mal angucken würde. Ich gucke mich an, ist okay. Ja, der hat es aber schon gelockt. Der hat lockt mich aber. Ich
richtig. Er lockt mich. Ja, er lockt mich gerade. Achso, der hat mich. Der hat mich gelockt, aber noch anders getroffen. Und kommt schon. Wir haben's. Ja. Ja. Fuck yeah. Geht doch. Jo. Keine Ahnung, wie er es durchdreht. Ich hab geklappt, wie es gehört hat, wahrscheinlich. Hat man gemerkt. Ihr seid Level 16? 16. Ja. Ich nicht. Okay. Hat 10? Ach so, verlangsamt ist. Geh's. Ich hab am wenigsten Schaden, ich hab am wenigsten alles, ich bin scheiße. Trägheitsfeldspender. Alter. Haben die Türme riesig viel Schaden gemacht? Ja. Wow. Tatsächlich, wow. Und ich war einfach unglaublich nutzlos. Hm, naja, komm. Du hast Fleischschild gespielt, das reicht. Und weiter. Ui. Cutscene? Cutscene kannst du nicht sagen. No time to waste. Oh. Oh. Edits. Edits. I'm back. Coole Art, um das zu machen. Das denn dürfte wieder Elysian One sein. Mir egal, ich muss hier lang rennen. Ach, das ist. Wow. Oh weh. Oh weh. Holy moly. Eine interaktive Cutscene. Die richtig geil ist. Wir können aber nicht schießen. Ah. Wisst ihr, was ich interessant finde? Was denn? Der Keller oben. Ist das nicht der, der in den geheimen Loks, die wir gefunden haben, genannt wurde? Ich glaube fast ja. Der sah aus, als hätte der vier Beine, aber ich glaube, wenn er sich nach vorne beugt, ist das der. Nebenbei. Die Stadt ist ziemlich im Arsch. Ich wollte gerade sagen, läuft der nicht auf unsere Stadt zu, die wir gerettet wurden? Ja. Ist das ja. Ein bisschen doof vielleicht? Das ist Elysian One. Simon ist weg. Keine Ahnung, wo ist Simon? Ich bin da. Ich bin eigentlich... Wo bist du? Ich stehe hier neben Markus. Nee, stehst du nicht. Warte mal, ihr könnt mich sehen. Ich sehe dich. Was? Ich sehe nur Markus. Hier. Okay, wahrscheinlich, weil Charlotte ist ja kein normaler Charakter. Ja. Ist ja Zeigen. Hm. Ich bin festgebackt. Ja, jetzt komme ich hier raus. Das ist Death Baby. What the fuck? Development Babies werden immer genannt. Normalerweise aber in Filmen. Hm. Ey, wir haben's durch. Zumindest das Standardspiel. Jetzt kommen die DLCs. Ganz ruhig. Motivation. Erstmal muss ich mich darüber aufregen, dass ich als einziger wieder nicht Level 16 bin, weil ich ein bisschen weniger Schaden mache als ihr und dadurch ihr vorlevelt. Tehe? Tehe mich nicht an. Nächstes. So, nein, noch nicht. Erstmal machen wir einen Schnitt. Okay. Käse. Bis gleich. Jo, bis gleich.